Freunde, es ist wieder super kalt und ich sehe wenige Angler am Ufer. Allerdings gibt es manchmal schöne Fische, die bei diesen Temperaturen gefischt werden können. Angeln im Winter ist nicht so einfach, aber hier sind einige Tipps zum Erfolg. Zum Ersten. Wenn es kalt ist, muss man warme und trockene Kleidung und Handschuhe anziehen. Dann müsst ihr wissen, dass im Winter die Fische weniger aktiv sind. Das Blut kühlt ab und der Stoffwechsel der Fische verlangsamt sich. Sie bewegen sich weniger und können überleben, indem sie weniger oft essen. Fische müssen weniger Energie verbrauchen, als sie durch das Essen gewinnen können. Also langsam einleiern und Pausen einlegen, damit die Fische kommen und den Köder holen können. Man muss viele Stellen ausprobieren, um herauszufinden, wo die Fische sind. Im Winter sind die Barsche oft in sehr großen Schwärmen. Wenn das Wasser sehr kalt ist, müsst ihr die tiefe Stelle finden. Das Wasser in den tiefen Stellen ist immer ein bisschen wärmer. Dort gibt es also mehr aktive Fische. Sie sind auch oft im Affen oder unter Brücken. Es ist schwieriger vom Ufer zu angeln. Vom Boot, Kajak oder Bellyboot mit Echolot ist das einfacher, da man tieferes Wasser aufsuchen kann und das Echolot sich zunutze machen kann. Wenn es viel Sonne gibt und ein bisschen warmere Luft, kommen die Fische fast bis ans Ufer an flachen Stellen, weil das Wasser wärmer ist. Die Priorität, wenn es möglich ist, ist es, Schwärme von kleinen Futterfischen zu finden. Die Raubfische sind normalerweise in der Nähe. Im Fluss oder im Kanal muss man auf der Wasserstand schauen. Bei Hochwasser kommen die Hechte in flachen Stellen. Im Seen sind die Hechte oft in flachem Wasser. Angeln mit Spinnerbaits, dicken flachen Wobbler oder großen und leichten Gummifischen kann Erfolg bringen. Bei Hochwasser ist das Wasser häufig trüb, weswegen man auffällige Farben wie Rosa, Fire Tiger oder Orange benutzen sollte. Im Salzwasser, das Wasser ist auch super kalt und viele Fische sind tief. 10 bis 16 Meter. Am Tag bleiben sie häufig in Schwärmen. Bei Nacht kommen sie häufig in die Nähe der Küste. Also, kurz gesagt, im Winter mag ich persönlich die auffälligen Farben und die kleinen Gummifische. Ich suche immer die Futterfische vom Ufer, vom Boot oder Kajak mit dem Echolot. Ich probiere immer die tiefen Stellen und Strukturen wie Häfen oder Brücken. Ich angle immer langsam und mache Pausen. Beim Hechtangeln probiere ich die Flachstelle und versuche es mit Spinnerbait oder leichten Gummifischen. Die Winterbedingungen sind nicht die angenehmsten für das Angeln, aber sie können euch große Überraschungen bringen. Ich habe eine Frage für euch. Welches Spezialthema möchtet ihr für ein nächstes Video? Schreibt es in den Kommentaren, abonniert mich und ich wünsche euch viel Erfolg und Petriai. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!